Ja, hallo ihr Lieben. Ich war ja krank gewesen, wie man es wahrscheinlich auch jetzt noch sehen kann. Aber es ist gerade ein extrem wichtiges Thema. Deswegen ist mir das egal, wie ich jetzt hier aussehe und auch nicht. Aber da es ein wichtiges Thema ist, will ich das auch euch angesichts sagen. Und zwar geht das um die AfD. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass die anderen Parteien oder jemand von einer anderen Partei oder wie auch immer sie zum Verfassungsschutz, also zur Beobachtung vom Verfassungsschutz verdammt hat. Ja, da seht ihr doch mal ganz klar, ja, dass wenn alle gegen einen sind, ja, dann ist doch ganz klar, ja, dass es das Böse ist, das gegen das eine da geht. Ja, wir sehen es so bei uns im Christentum. Ja. Wir sehen, dass alle gegen uns sind. Alle. Jeder Einzelne ist gegen das Christentum. Jeder. Ja? Versteht ihr? Das kennen wir doch irgendwoher. So. Wisst ihr, ihr braucht nicht zu denken, es hat nichts mit Gott zu tun. Ja, Politik und sowas hat nichts mit Gott zu tun. Ich habe das in meinen Videos oft genug erklärt. Ich brauche das nicht nochmal zu erklären. Ja? Jeden vierten Tag wird ein Mädchen, eine Frau, eine Oma oder ein Opa vergewaltigt und umgebracht. Alle 4 Tage. Ja? Und ihr zählt, ihr sollt nicht wählen gehen. Ja? Damit erlaubt ihr diesen Müll, ja, weiter vorzumarschieren und die Menschen zu töten. Ja? Wisst ihr, mal Klartext, ja? Mal ernsthaft jetzt hier. Ja? Es sterben Menschen und da gibt es immer noch Menschen, die behaupten, die sollten nicht wählen gehen. Was sind Leute? Ich bin wütend, ich bin wirklich sauer. Ich habe heute gesehen, wie ein 19-jähriges Mädchen, ja, die von Ohr zu Ohr, fast von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt worden ist, nur weil so ein verdammter, abgefickter Wichser, ja, sie gefragt hat, hast du meine Kippe? Und sie hat gesagt, nein, ja, wahrscheinlich hat sie nicht mal geraucht, ja, und hat die komplett den Mund aufgeschnitten, ja, von Ohr zu Ohr fast, ja. Und hier an der Stelle, ihr elenden, kranken Geburten, ja, wir werden euch jagen. Wir werden euch jagen, Christin und Christherr, ja. Ihr Christin, ich werde euch jetzt mal was sagen. Ich werde euch jetzt mal was sagen. Ich habe eben gerade mir gedacht, was ist los mit den Christen? Was hält die Christen eigentlich auf, sich zu wehren und diese Monster, ja, fertig zu machen? Was hält uns Christen dazu davon auf? Und dann kam mir ein: Du sollst Übels, du sollst Böses nicht mit Bösem vergelten. Oder ja, du sollst Böses nicht mit Bösen verüben. Ja? Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den richtigen Satz nicht im Kopf, weil ich bin gerade ein bisschen nervös, ein bisschen sauer und wütend. Ja? Du sollst Böses nicht mit Bösem vergelten. Ja? Was ist denn böse? Der Vater hat die Sintflut geschickt und alles, diesen Müll auf Erden getötet, ja, aus Liebe zu uns, dass wir heute das Anrecht haben, Christen zu sein. Ja? War das böse? War das böse, was Gott da getan hat, dass er diese ganzen Menschen getötet hat? Oder war er gerecht aus der Liebe heraus zu uns? Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, Satan hätte die Gabe. Stellt euch mal vor, Satan hätte die Gabe, Menschen zu erschaffen. Und Gott hätte die ganze Welt vernichtet und hätte gesagt, komm, jetzt, es reicht nach der Sintflut. Hätte Noah noch gelassen, leben lassen, hätte ihn seinen Samen entnommen und gesagt, du kannst keine Kinder mehr gebären. Aber ich lasse dich noch am Leben, denn du warst gerecht. Aber es wird nach dir keiner mehr kommen. Ja? Und Satan hätte dann auf einmal Menschen kreiert. Stellt euch mal vor, er hätte diese Gabe. Und hätte dann Menschen erschaffen, plupp, 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 und hätte gesagt, schaut mal, euer Gott hat euch alle getötet, hat eure ganzen Vorfahren getötet. Ja? Und dann hätten die Menschen gesagt, was für ein ungerechter Gott. Was können wir denn dafür, dass die anderen gesündet haben? Wir haben nicht mal eine Chance bekommen. Er hat uns nicht mal einen Sohn geschickt, aus Liebe zu uns, zu seinen Nächsten, zu den Nächsten, ja? Dass wir auch eine Chance haben, in den Himmel zu kommen. Nein, er hat uns alle vernichtet. Hat Gott das getan? Hat Gott das getan? Gott war gerecht. Gott war gerecht. Gott war nicht böse. Gott ist nicht böse. Gott ist gerecht. Aus Liebe heraus. Die Antwort ist immer Liebe. Er hat aber Babys getötet. Er hat aber dies und das getötet. Hätte er das nicht getan? Ich habe es dir gerade nochmal erklärt. Ich habe es dir gerade erklärt, nochmal. Hätte er das nicht getan, wärst du heute nicht auf der Welt. Und wenn du auf der Welt wärst, wärst du ein Sklaventreiber.
ja, müsstest wärst ein Sklave, ja, und müsstest einem Sklaventreiber, ja, die Rosette lutschen nach zum 12, nach 12 Stunden harter Arbeit oder 16 Stunden harter Arbeit, ja, und die Rosette pudern und dein Gesicht pudern. Das wäre dein Leben heute, ja, wenn Gott das nicht getan hätte, ja, oder wir wären gar nicht mehr da. So, ich würde das so oft wiederholen, bis der letzte falsche Prophet und der letzte aufhört, euch zu sagen, wir dürfen uns nicht wehren. Du sollst Böses nicht mit Bösem verüben. War das Böse, was Gott getan hat? War das Böse, dass er das Böse getötet hat? War das Böse oder war das gerecht? Wenn Gott uns sagt, wir sollen Böses nicht mit Böses vergelten, was heißt das? Wenn Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das hat damals bei den Juden gegeltet. Ja? Wenn es Gott seine Rache war, uns die Menschen aufzufordern, das den Menschen zu tun, was sie uns angetan haben, ja. Ja? Aber dann auch nur diesen Völkern, diesen Leuten, diesen Menschen. Ja? Was heißt das? War das böse oder war das gerecht? Wir sollen Böses nicht mit Bösem vergelten. Wenn da einer kommt, ja, und unsere Kinder vergewaltigt und mordet, ja, und unsere Frauen, ja, und unsere auch kleinen Jungs, ja, und Männer vergewaltigt werden, was von den Medien total verheimlicht wird, ja. Wenn diese Menschen, wenn wir die Täter schnappen und sie steinigen, laut Altem Testament, ja, ist das böse? Ist das böse? Ich sage euch, was böse ist. Böse ist, ja, wir würden das mit seiner Tochter tun, was er uns angetan hat. Was er unserer Tochter angetan hat. Das war böse, denn die Tochter hat nichts getan. Ja? Wir sind nicht Gott. Ja? Wir sind nicht Gott, dass wir sagen, wir dürfen das Mädchen töten, denn das Mädchen wird genau wie der Vater. Nein, 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 nein. Das weiß nur Gott. Ja? Und Gott hat so agiert aus der Liebe raus, aus Gerechtigkeit heraus, dass wir eine Chance haben, in den Himmel zu kommen. Versteht ihr? Das ist Gottes Ding. Das ist sein Ding. Die Rache ist mein. Ja? Ist es aber böse? Was ist böse? Ist es böse, diese ganzen Dämonen und Hunde, ja, und Barbaren, die hier reinkommen, ja, unsere Kinder vergewaltigen, von den Pädophilen wieder freigelassen werden, ja, sie werden ja wieder auf freiem Fuß gesetzt und weiter morden und weiter kriminell sind, ja, ist das Böse, die uns zu fangen und ihnen das christliche Gesetz aufzubinden? Das Gesetz zählt nicht mehr, das Gesetz zählt nicht mehr. Das Böse, ja, der Mörder soll gewisslich sterben, dass das Böse ausgemerzt wird. Dass das Böse gewisslich ausgemerzt wird. Ja, der Mörder soll gewisslich sterben, dass das Böse gewisslich ausgemerzt wird. Sagt der Vater zu uns, dass wir das tun sollen. Das ist nicht Böses mit Bösem vergelten. Ja, das ist Gerechtigkeit. Ja? Hört aus. Hört aus in eurem Glauben, denn ihr werdet verfolgt, eingesperrt und getötet werden. Doch hört aus in eurem Glauben, doch hört aus in eurem Glauben, euren Glauben nicht zu verlieren. Das heißt nicht, hört aus und wehrt euch nicht, lasst euch die Kehle durchschneiden. Ja? Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir uns nicht wehren dürfen. Nirgendwo. Wir sind Erben. Ja? Und wenn ihr einer der 10 verlorenen gegangenen Völker Israels seid, wenn ihr dessen Blut habt, dann habt ihr alles Recht dazu, euch zu wehren. Ja? Und auch wenn nicht, ja? Wir leben in dieser Welt. Wir erlauben, wir lassen uns von LSD, keine Ahnung, Mann, von Marihuana, LSD-Christen oder sowas. Ich tut mir leid. Ja, ich bin auch kein Engel, ich war auch nicht besser. Ja, aber ich bin wenigstens nicht hängen geblieben auf dieser Scheiße. Glaube ich zumindestens, ja. Aber wir lassen uns hier von LSD und Marihuana Christen, Liebe, 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 ja. Die Liebe soll keine falsche sein, Leute. Es kann doch nicht sein, dass jeden vierten Tag ein Deutscher stirbt, ja. Was ist los mit euch Deutschen? Was ist los mit euch Deutschen? Wisst ihr, wie schwer ich es hatte in Deutschland als Kind, wie ich behandelt worden bin von Deutschen? Ja, meine Nachbarin, die kam aus der DDR, die hat uns das Leben zur Hölle gemacht. Hasse ich deswegen die Deutschen? Nein, ich bin Kanake, ich liebe Deutschland. Ja? Und es kann doch nicht sein, dass ich hier meine Fresse aufmache für Deutschland. Es kann doch nicht sein. Ja? Mehr als wie 80% der Deutschen, ja, tue ich für Deutschland. Ja? Ja, du mit deinem paar Abonnenten, mit deinem paar. Ich tue mehr, weil ich was tue. Es geht nicht darum, wie viele es sehen. Ich tue.
Ja? 80% der Deutschen tun gar nichts. Ja? Was ist mit dem Potenzial der Christen? Was ist mit dem Potenzial der Christen? Hm? 60% sind Christen und man sagt euch, ihr sollt nicht wählen gehen. Ja? Ihr versteht überhaupt nicht, dass Satan euch paralysiert. Ihr versteht das gar nicht, der Wolf im Schafpelz, der falsche Prophet, der Irrlehrer und so weiter. Versteht ihr das wirklich nicht, dass die in unseren Reihen sind? Dass Satan sich in uns, in unsere Reihen infiltriert und uns paralysiert? Versteht ihr das nicht? Das Potenzial des Christentums, Leute. Ja, wir sind 60% Christen in Deutschland, wenn wir die Richtigen wählen. Ja? Leute, ihr müsst AfD wählen. Ja? Ihr müsst AfD wählen. Ja? Das sind keine Rechtsradikalen. Wenn die Rechtsradikalen wären, wären die bei der NPD. Ja? Die sind ein bisschen krass, ja, aber nochmal. Ja? Gott sei Dank sind da ein bisschen krass. Und ich sage euch, ja, ihr heult rum, dass ihr zu wenig Geld bekommt, dass ihr zu viel arbeiten müsst, zu wenig Urlaub bekommt, die Rentner dies, die dies und das. Und die AfD ist die ganze Zeit, die euch genau das anbietet, was ihr die ganze Zeit, ja, die AfD ist genau das, die bietet euch genau das an, vor was ihr die ganze Zeit heult, ja, vor was wir heulen, was uns auf den Sack geht, ja. Versteht ihr? Entschuldigung, das Licht war wohl die ganze Zeit ein bisschen schlecht. Ja, Leute. Entschuldigung, ich sehe schlimm aus. Ich war extrem krank. Ich habe sogar Blut gepisst. Ja, dass ihr nicht denkt, was geht mit dem ab. Also ich war wirklich extrem krank. Ja. Also deswegen sehe ich so schlimm aus. Leute, da sterben kleine Kinder. Ja, da sterben kleine Kinder. Alle 4 Tage stirbt ein Mensch. Ja. Was macht ihr? Was tut ihr? Hm? Ich will, dass ihr Videos macht. Und ich will, dass ihr die AfD wählt. Und ich werde euch dafür eins versprechen. Ja? Es wird euch wieder gut gehen. Ihr könnt euer Geld investieren in den DAX. Ja? Wenn die AfD gewinnt, könnt ihr euer Geld investieren in den DAX. Ja? Deutschland bekommt einen riesen Aufschwung wieder. Ja? Ich normalerweise dieses weltliche. Ich habe damals niemanden geraten, ja, in amerikanische Fonds zu investieren, weil das, ja, das, weil das weltlich ist, ja, weil das mit Geld zu tun hat. Aber wenn ihr unbedingt, ja, andere Gründe braucht, ja, erstens mal, es sterben keine Deutschen mehr. Ja. Menschen haben die Chance, das Christentum zu kennenzulernen und in den Himmel zu fahren. Ja. Im Moment werden Jugendliche getötet, wie sonst was. Jugendliche, die zählen nicht mehr zum Schutz der Kinder. Jesus sagt, Kinder, ja, Jugendliche, das ist zwischendrin, ja, die gerade in dem Leben der großen Sünde sind. Ja. Versteht ihr? Diese Menschen gehen verloren. Glaubt ihr, Satan weiß nicht, wen er sich aussucht? Er sucht sich genau diese Jugendlichen aus, die in der Sünde leben und, ja, nicht ins Paradies kommt. Glaubt ihr, die Muslime, die radikalen Muslime sind so schlau, was sie tun? Glaubt ihr, die sind so schlau und wissen genau, was sie tun? Nein, sie sind dämonisiert, die Dämonen in ihnen drinne, ja, die Schlange in ihnen drinne, ja, sie sind besessen von dieser Schlange und die Schlange benutzt ihre Gefäße von diesen radikalen Islamisten und lenkt sie zu diesen Jugendlichen, ja, sie zu vergewaltigen und zu töten, ja. Das ist doch, seht ihr doch nicht, seht ihr denn nicht, dass das Dämonen sind? Hä? Und bevor sie Errettung erlangen, bevor sie bekennen, ja, Christen zu sein, sie zu töten, ja, dass sie verloren gehen. Ja? Erstens mal das. Ja? Und wenn euch das alles keine Motivation ist, ja, dass es aufhört, dieses Töten und dieses Einladen von geisteskranken Kriminellen, Dämonenbesessenen, ja, und von dem Islam, ja, der Sekte Satans, ja, wenn euch das alles nicht reicht, gut, ja, vielleicht motiviert euch ja Geld, ja, wählt die AfD, Deutschland wird einen enormen Aufschwung bekommen, ihr könnt in den DAX investieren, ihr könnt in keine Ahnung, Ergo-Versicherungsgruppe investieren, Allianz, Hamburg, meiner BMW, Porsche, was weiß ich auch immer und bla bla bla, ja, ja, könnt ihr investieren in große Aktiendachfonds und so weiter, ja, und werdet ihr sogar richtig gut Geld machen, ja.
und schreibt die AfD an, dass sie wieder alle Kapitalversicherung, Kapitallebensversicherung, die über 12 Jahre gehen, steuerfrei sind. Schreibt das der AfD, ja, dass eure Kapitalanlagen auch wieder Sinn machen. Ja? Denn Angela Merkel hat Steuer drauf gemacht, ja. Und jetzt lohnt es sich nicht mal eine Kapitalanlage zu machen. Ja? Muss darauf noch Steuern bezahlen. Angela Merkel hat von A bis Z Scheiße gemacht mit Deutschland. Ja, von A bis Z. Ja? Und geht zu den alten Menschen. Deutschland gibt die Altparteien machen gerade so viel Druck. Warum? Die wissen ganz genau, dass gerade die wissen gerade ganz genau, dass die Pyramide auf dem Kopf steht. Ja, wir haben unten in der die Pyramide steht auf dem Kopf und der schmaltet. Ja, und unten wir haben wenig Jugendliche und am meisten erwachsene Menschen. Die wissen, wenn die tot sind, haben wir nur wenige junge Menschen. Und diese jungen Menschen sind alle, ja, kennen die alternativen Medien, wissen alle, was los ist. Die dürfen ja bloß nicht zu den Wahlen kommen. Wir brauchen die alten Menschen, die nur noch ARD und ZDF gucken. Die brauchen wir noch, deren Wahlen brauchen wir noch. Wenn die vorbei sind, wenn die tot sind, ja, wissen die ganz genau, dann ist es vorbei. Dann kommt die neue Jugend, ja, die sowieso voller Hass ist. Ich habe davor gewarnt, schon vor Jahren. Ich habe vor Jahren schon gewarnt. Ja, und jetzt guckt euch an, was man mit den Jugendlichen machen kann. Ja, man kann sie für links, für rechts, für oben, für unten und für alles gebrauchen. Ja, Hauptsache, sie lassen ihre Wut raus. Ja, und es wird so schlimm kommen. Unsere nächste Generation, ich habe davor gewarnt und wir sehen es. Ich habe gewarnt, ich habe gewarnt. Ja, und ihr hättet einfach nur diese Drecksau abwählen müssen, dann wäre das alles nicht passiert. Aber keiner hat gehört. Keiner hört. Ja, wer soll auch hören? Guck mal, der Spinner. Ja, hättet ihr mal geteilt, ja, was so Spinner sagen. Das eintrifft, ja. Gott vergib mir. Ich würde mich selber dafür opfern, wenn nur eine Generation, ja, die Chance dafür hätte, ins Himmelreich zu kommen. Ich würde mich selber dafür opfern. Ich rede nicht von meinem Leben. Ich rede davon, dass ich das Risiko eingehen würde, meine Seele zu verlieren. Hauptsache, diese Kinder von dieser Qual zu befreien. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Menschen durchmachen? Hä? Könnt ihr euch vorstellen, was diese Menschen durchmachen, verdammte Scheiße? Hä? Könnt ihr euch erinnern, wo ihr kleine Kinder wart und da kam ein Erwachsener zu euch und ihr habt euch in die Hose geschissen, nur weil er euch angeschrien hat? Jetzt stellt euch mal vor, der sagte, ihr sollt euch ausziehen und befummelt euch und steckt euch die Zunge in den Hals, ja? Und steckt euch dann seinen Schwanz in die Fotze, hä? Was ist los, Mann, mit euch, Deutschland? Was ist los mit euch, Deutschland, Mann, Alter? Hä? Ich kann's kaum erwarten, ich sag's euch, ich kann's kaum erwarten. Und ich rede mit Leuten, ihr habt keine Ahnung. Ja, wenn es losgeht, ich färb mir die Haare blond. Ich färb mir die Haare blond. Ja, und dann werdet ihr sehen. Das kann nicht wahr sein. Wisst ihr, was diese kleinen Kinder durchmachen? Und was tun wir? Nichts. Und ihr, ich sage euch, die hier nach Europa kommt, ihr elenden Bastarde, ihr Hunde. Ihr Verfluchten, ihr Dämonen, wir werden euch jagen. Ja? Und das, was ihr erleben werdet, ja? Nicht alle, die hierher kommen, nein, nicht die alle, die hierher kommen, die hierher gekommen seid und unsere Frauen vergewaltigt habt und unsere Kinder vergewaltigt habt. Wir werden euch jagen und wir werden euch etwas antun, was ihr euch noch nicht mal vorstellen könnt, was ihr euch nicht mal vorstellen könnt, was ihr euch nicht mal vorgestellt habt, uns anzutun, werden wir mit euch tun. Dann werdet ihr die dunkle Zeit Europas wieder sehen, wo ihr hier gelandet seid, wo ihr seid, ja? Ihr Hunde, ihr Barbaren. Wir werden euch jagen und euch für ein und allemal aus Europa verdrängen. Es ist vorbei. Ihr Hunde, wie könnt ihr kleine Mädchen anfassen und sie vergewaltigen und Frauen töten und sowas? Was seid ihr? Was seid ihr? Ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Gott, vergib mir. Ich werde euch jagen. Ich werde euch jagen. Und ihr wisst nicht, was schon alles am Laufen ist. Verlasst besser Europa, ich sag's euch.